Johannes 14, Vers 12, sagt der Herr Jesus: Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und noch größere, denn ich gehe zum Vater. Ich stand oft vor diesem Wort und habe es nicht begriffen, denn ich fragte mich: Soll das möglich sein, dass ein Christ im Namen Jesu noch größere Wunder tun soll als der Herr selber? Seit etwa 40 Jahren folge ich dem Herrn Jesus nach. Aber das Gewaltigste, das Herrlichste in diesen 40 Jahren war das Erlebnis der indonesischen Erweckung. Ich hatte in den letzten Jahren Gelegenheit, alle Erweckungsgebiete der Erde zu bereisen. Ich war also in Korea und war unter den koreanischen Christen der Erweckung. Ich war in Uganda unter den Uganda-Brüdern. Ich war unter den Bergstämmen der Tayal auf der Insel Formosa. Dort haben wir seit 1945 eine Erweckung. Und ich war insgesamt 5-mal in Indonesien auf verschiedenen Inseln. Erst nachdem ich die Erweckung in Indonesien kennengelernt habe, merkte ich und erfuhr die Erfüllung dieses Bibelwortes. Und ich muss Ihnen Dinge berichten, bei denen Ihnen Zweifel kommen, ob das wahr ist. Aber ich versichere Ihnen, dass ich Ihnen die Wahrheit berichte. Ich war ja mehrmals in der Mitte dieser Menschen, die diese Erweckung erlebt haben. Dazu bin ich als Christ zur Wahrheit verpflichtet. Ich muss diese Sicherung einbauen, weil ich Ihnen ungewöhnliche Dinge zu berichten habe. In Indonesien erfüllt sich das Wort aus Matthäus 10 und Matthäus 11: Die Blinden sehen, die Lahmen gehen, die Tauben hören, die Aussätzigen werden rein, die Toten stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkündigt. Und nun erzähle ich von einem jungen Mann, der gleichsam von Gott als Werkzeug für diese Erweckung gebraucht wurde. Ich kenne auch jetzt diesen jungen Mann, er heißt Nahor Leo, und ich war insgesamt 4 Wochen mit ihm zusammen. Ich kenne seine Geschichte von ihm selbst, aber auch von dem Missionar, der auf Timor arbeitet, und von dem Superintendent des Kirchenbezirkes, wo die Erweckung sich ereignet hat. Dieser Bericht ist also mehrfach gesichert. Nahor ist in dem Dorf Soe aufgewachsen. Soe ist das zweitgrößte Dorf des westlichen Timor. Ich habe 10-mal in der Kirche von Soe gepredigt. In dem Dorf hatte Nahor einen sehr schlechten Ruf. Er galt als Messerheld, als Raufbold, als Trunkenbold, als Tunichtgut, als Halbstarker. Der hat manches Mal am Sonntag den Gottesdienst dadurch gestört, dass er durch die Scheiben, durch die Fenster der Kirche Steine hineinwarf in den gottesdienstlichen Raum. Dieser Nahor ist aber ein intelligenter Bursche und er wollte eine Fremdsprache erlernen und wählte Englisch. Eines Abends saß Nahor in seiner Bude vor dem Tisch, die Petroleumlampe vor ihm, denn auf Timor gibt es kein elektrisches Licht.
und er lernte Englisch aus einem Lehrbuch. Plötzlich verlor er sein Augenlicht. Stockfinster um ihn herum. Er erschrickt, reibt sich die Augen, geht mit dem Gesicht an die Petroleumlampe heran, aber er kann nicht einmal die Flamme des Lichtes erkennen. Totale Finsternis um ihn herum. Er steht wie unter einer Schockwirkung. Er tastet sich vom Tisch herüber an sein Bett und sitzt ganz erschüttert da. In diesem Augenblick erscheint ihm der Herr Jesus in einem leuchtend weißen Gewand, mit einem flammenden Gesichtsausdruck. Eine Erscheinung, wie sie in Offenbarung 1 beschrieben ist. Nahor fällt vor Schreck auf den Boden und die ganze Sünde seines Lebens steht vor seinen Augen. Alles, was er getrieben hatte, alle dunklen Punkte, sieht er alles plötzlich vor sich. Und ein ungeheures Gefühl der Schuldhaftigkeit, der Sündhaftigkeit bemächtigt sich seiner. Und da sagt der Herr Jesus zu ihm: Nahor, ich habe dich berufen, dass du mein Bote bist. Du sollst in ganz Indonesien das Evangelium verkündigen. Nahor gab die Antwort des Propheten Jeremia: Dafür tauge ich nichts. Ich bin zu jung. Ich kenne nicht die Bibel. Ich kann nicht predigen. Ich kann nicht beten. Such dir einen anderen. Aber Jesus wehrte ab und sagte: Ich habe dich berufen und ich gebe dir eine dreifache Vollmacht. Eine Vollmacht der Verkündigung, eine Vollmacht der Krankenheilung und eine Vollmacht der Austreibung der bösen Geister. Diese dreifache Vollmacht ist auf Timor wichtig. Timor hat keine Ärzte. Wer krank ist, ging bisher zum Zauberer. Und die kirchlichen Verhältnisse lagen sehr im Argen. Das hat mir selbst der Superintendent dieser Insel erzählt. Denn Timor ist eine Hochburg der Zauberei. Und darum hat der junge Nahor eben die Vollmacht bekommen, Vollmacht der Heilung, Vollmacht der Verkündigung, Vollmacht der Austreibung. Das entspricht dem biblischen Text von Lukas 9, 1 und 2. Dort hat Jesus seine Jünger zusammengerufen und ihnen auch eine dreifache Vollmacht erteilt. Jesus hat dann Nahor noch geboten: Nimm die nächste Gelegenheit wahr, wenn in der Kirche sich die Gemeinde versammelt, und gebe Bericht, dass ich dir begegnet bin. Dann verschwand der Herr Jesus. Nahor war noch einige Stunden blind. Nach dieser Begegnung lag er aber auf den Knien im Gebet. Und nach einigen Stunden bekam er sein Augenlicht zurück. Es kam sehr schnell die Gelegenheit, vor der versammelten Gemeinde in der Kirche Zeugnis zu geben. Denn am nächsten Abend war in der christlichen Kirche von Zoe eine Abschiedsversammlung für eine junge Lehrerin, die an die Bibelschule nach Batu gehen wollte. Diese Lehrerin war im Dorf sehr beliebt
und die ganze Kirche war gefüllt mit Heiden und Christen. Auf Timor sind etwa die Hälfte der Bewohner noch Heiden und die andere Hälfte gehören zu der ehemals holländischen Kolonialkirche. Nun war die Kirche gefüllt. Nach der Feier trat Nahor auf den Pfarrer zu und bat ihn, ich möchte der Gemeinde etwas berichten. Der Pfarrer schaute ihn erstaunt an, von den Füßen bis zum Scheitel. Ausgerechnet du willst in der Kirche sprechen? Du hast uns doch so oft im Gottesdienst gestört. Nahor gab aber bescheiden zur Antwort, der Herr Jesus ist mir begegnet und gab mir den Auftrag zu diesem Dienst. Und dann merkte der Pfarrer, dass mit dem Nahor etwas geschehen war und ließ es zu. Nahor erzählte dann vor der Gemeinde sein Christuserlebnis und hat am Schluss die jungen Männer aufgefordert, sich für Christus zu entscheiden. Und da sind an diesem Abend 54 junge Leute aufgestanden und haben sich für Christus entschieden. Und ich will gleich hinzufügen, alle 54 sind bis heute noch dabei. Sie sind nicht zurückgefallen. Was ich erzähle, hat sich im September 1965 abgespielt. Nahor blieb mit den 54 jungen Leuten noch die halbe Nacht im Gebet zusammen. Am anderen Morgen bekam er vom Herrn den Auftrag, in die beiden Volksschulen zu gehen, um dort das Evangelium zu verkündigen. Zoe hat als das zweitgrößte Dorf von Timor zwei Schulen. Aber hunderte von kleinen Dschungeldörfern, die haben gar keine Schule. Deshalb gibt es auf Timor viele, viele Analphabeten. Menschen, die nicht lesen und schreiben können. Und es mögen wohl 80% der Gesamtbevölkerung sein. Also nur 15 oder 20% können lesen und schreiben, mehr nicht. Nahor machte sich also am anderen Morgen, es war ein Freitag, auf und ging in die beiden Schulen. Er hat dort mit Einwilligung der Lehrer das Evangelium verkündigt und in einer halben Stunde kam ein Geist der Buße über die Schüler und die Lehrer. Die haben geweint und ihre Sünden bekannt. Es gab eine Bewegung, sodass die Lehrer die Schüler nicht mehr beruhigen konnten. Nahor schlug dann vor, dass beide Schulen in der Kirche zusammenkommen. Das geschah. Diese erste Erweckungsversammlung dauerte von Freitagmorgen 8 Uhr bis Samstag früh 2 Uhr. 18 Stunden. Niemand hatte mehr ein Bedürfnis zu essen oder am Abend sich zur Ruhe zu begeben. Über diese ganze Gemeinde kam der Heilige Geist, denn im Lauf des Vormittags versammelte sich beinahe das ganze Dorf in der Kirche. Es ist übrigens die größte Kirche von Timor. Es können 1300 oder 1400 Menschen darin untergebracht werden. Und dann kann man ja auch von außen zuhören, denn in den Tropen sind ja die Fenster und die Türen offen. Bei dieser ersten Erweckungsversammlung sind schon gewaltige Dinge passiert. Die beiden Pfarrer des Dorfes begaben sich natürlich auch zur Kirche, um sich das anzusehen, was da geschah. Superintendent Daniel saß auf dem Podium und hörte nun das Weinen und das Beten dieser Menschenmassen. Und da dachte der Superintendent, das ist doch Schwärmerei. In diesem Augenblick stand ein Schüler auf und sagte, Herr Superintendent,
Sie haben soeben in Ihrem Herzen gedacht, das ist Schwärmerei. Lesen Sie Apostelgeschichte 2,17. Dort steht, was sich hier ereignet. Und dort heißt es nämlich, dass der Geist Gottes über die Ältesten kommt und über die junge Mannschaft. An diesem Tag haben sich die ersten 20 Evangelisationsmannschaften auf Timor gebildet. Denn diese Erweckung auf Timor schreitet voran durch den Dienst von Mannschaften. Die Mannschaften auf Timor bestehen aus 5 bis 20 Mitgliedern. In den beiden ersten Jahren sind 200 solcher Mannschaften auf Timor entstanden. Und die haben alle Dschungeldörfer durchevangelisiert. Da wurde jedes Haus, jede Familie besucht. Und diese Mannschaften hatten kein Geld. Die sind ohne Geld, ohne Beutel im Land umhergezogen und der Herr hat sie oft in wunderbarer Weise versorgt. Ich erzähle nun den ersten Einsatz der Mannschaft 1. Der Leiter der Mannschaft 1 ist dieser Nahor Leo, von dem ich erzählt habe. Er hat 22 junge Leute in seiner Mannschaft. Und er erhielt vom Herrn den Auftrag, sich in ein anderes großes Dorf, Niki, zu begeben und dort zu evangelisieren. Auf dem Weg dorthin trafen sie einen gelähmten Mann an der Straße, der bettelte. Nahor sprach mit ihm über Jesus, betete mit ihm und der gelähmte Mann wurde augenblicklich geheilt. Wir haben hier eine Parallele zu der Heilung des Lahmen, Apostelgeschichte 3, dem Petrus und Johannes gesagt haben, Silber und Gold haben wir nicht, was wir aber haben, das geben wir dir. Im Namen Jesu stehe auf und wandle, und der Gelähmte wurde geheilt. Das hat sich also dort bei der Mannschaft 1 auch ereignet. In Niki machte Nahor mit seiner Mannschaft Hausbesuche und lud ein zur Abendversammlung. Und im Lauf der Woche sammelten sich abends schon 2000 Menschen. Die Versammlungen waren unter freiem Himmel, denn es ist ja tropisches Klima. In der zweiten Woche durften sie in die Kirche. Bei dieser ersten Evangelisation der Erweckung auf Timor sind gewaltige Dinge geschehen. In der zweiten Woche wurde unter der Verkündigung ein Blindgeborener sehend. Es sind viele Blinde geheilt worden. Aber ich erzähle nur ein Beispiel. Als der Blinde sehend wurde, rief er ganz erstaunt und voller Freude aus, Gott sei Dank, ich sehe, ich habe Licht. Ein Kirchenältester sagte dem sehend gewordenen Blinden, gib deinen Stock her, gehe durch die Reihen und zeige dich, damit jeder es sehen kann. Der ehemals Blinde geht durch die Reihen und unter den Zuhörern war eine reformierte Theologin. Die rief aus, das ist Betrug, das gibt's doch nicht mehr im 20. Jahrhundert, dass ein Blindgeborener sehend wird. In diesem Augenblick kam die Hand Gottes über diese Frau und sie wurde blind. Wir haben dort im Erweckungsgebiet ein unmittelbares Handeln Gottes im Segen und im Gericht. Superintendent Daniel hat sich diese Frau kommen lassen und sie musste sich eines Mädchens bedienen, die sie führte, denn sie sah ja nichts mehr. Und der Superintendent ließ sich berichten, wie es zu ihrer Erblindung gekommen war. Als Nahor von dieser Erblindung hörte, betete er mit seiner Mannschaft 3 Tage für diese Frau.
Nach 3 Tagen hat diese Theologin Buße getan, ihre Sünden bekannt, hat ihr Leben Jesus ausgeliefert und sie wurde wieder sehend. Ich erzähle alles Dinge von Menschen, die ich persönlich kenne. In einem Dschungeldorf von Timor lebt ein ehemaliger Priester, der animistischer Heide ist. Ich habe den Mann, um den es geht, selbst kennengelernt und war 2 Wochen mit ihm zusammen. Weil er ein intelligenter Mann ist, ist er gleichzeitig der Bürgermeister des Dorfes. Dieses Dschungeldorf hat keine Volksschule, so kann niemand in dem Dorf lesen und schreiben. Die Animisten auf Timor opfern der Sonne Schweine und dem Mond Hühner. Dieser Priester ging eines Tages in seinen kleinen Tempel, um einen Opferdienst an die Sonne wahrzunehmen. Da hörte er eine Stimme, die ihm sagte: Höre auf mit deinem Naturdienst. Bete nur noch den Gott an, der Himmel und Erde geschaffen hat. Der Priester war sehr erschrocken und wusste nicht, woher die Stimme kam. Und er fragte: Wer bist du? Die Antwort war: Ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und dann sagte ihm Gott: Ich gebe dir eine Botschaft, schreibe sie auf. Der Mann konnte doch aber nicht lesen und schreiben. Er bekam aber bei diesem gewaltigen Erlebnis der Gottesbegegnung die Fähigkeit, in Bilderzeichen das niederzuschreiben, was ihm diktiert wurde. Und er bekam ein langes Diktat und das hat er noch am gleichen Tag seiner Gemeinde vorgelesen und hat seine Gemeinde gefragt, wer bereit sei, mit ihm nun den Naturdienst aufzugeben, um nur noch dem Gott zu dienen, der Himmel und Erde geschaffen hat. Die Stimme sagte ihm auch, dass in einigen Monaten Jesus Leute kommen würden, die würden ihnen von Jesus von Nazareth erzählen und auch an diesen Jesus sollten sie glauben. Einige Monate später kamen diese angekündigten Jesusleute. Es war also keine Halluzination, es war eine echte Vision, die sich erfüllt hat. Und der Priester hat den Jesusleuten von seiner Vision im Tempel erzählt. Und da baten ihn diese jungen Männer, sie waren aus Soe, dem Erweckungszentrum von Timor gekommen: Lies uns deine Botschaft einmal vor. Und da hat er ihnen die Botschaft vorgelesen. Was war es? Exakt das erste Kapitel der Bibel, 1. Mose 1. Als ein Mann, der in seinem Leben noch nie etwas von der Bibel der Christen gehört hatte, ein Mann, der noch nie zuvor etwas gehört hatte von dem Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, hat in Bilderschrift aufgrund dieser Vision oder Audition 1. Mose 1 niedergeschrieben. Im Westen bei uns, da streiten sich die Theologen über die Inspiration der Heiligen Schrift. Sie streiten sich auch über den Schöpfungsbericht. Und dort auf Timor bekam ein Analphabet 1. Mose 1 diktiert. Ich habe natürlich Aufnahmen gemacht von diesem Priester. Ich machte Aufnahmen von seiner Bilderschrift. Der Priester erzählte mir noch mehr. An dem Tag,
an dem die Jesusleute kamen und er die Botschaft von Jesus von Nazareth gehört hatte, wurde er auch von seinem Aussatz geheilt. Er zeigte mir seine Füße, alle 10 Zehen waren durch den Aussatz abgefault. Die sind natürlich nicht mehr nachgewachsen, aber der Aussatz ist abgeheilt. Das ist das Erlebnis dieses Mannes in der Zeit der Erweckung. Bei dieser ersten Evangelisation in Nikiniki sind Dinge passiert, ähnlich wie in der Apostelgeschichte. Superintendent Daniel hat mir berichtet, es sind in den ersten beiden Wochen 9000 Menschen zum Glauben gekommen. Wie viel waren es denn bei der Ausgießung des Heiligen Geistes in Apostelgeschichte 2? Da waren es 3000 und einige Tage später 5000. Also hier in Nikiniki ein ähnliches Ereignis. Und in diesen beiden ersten Wochen sind auch 700 Kranke durchs Gebet geheilt worden. Das ist deshalb wichtig, weil Nikiniki keinen Arzt hat. Auch das zweitgrößte Dorf Soe hat keinen Arzt. Die Insel Timor ist so groß wie das westdeutsche Bundesgebiet und hat nur ein Krankenhaus. Bisher sind die Kranken immer von den Zauberern mit Magie und mit Quacksalberei behandelt worden. Und jetzt bei der Erweckung gibt es Tausende von Glaubensheilungen. Dieser Superintendent Daniel, den ich oft zitiere, sagte mir, in den ersten 2,5 Jahren sind etwa 30.000 Glaubensheilungen geschehen und über 200.000 Menschen haben sich bekehrt. Nur auf diesem westlichen Teil von Timor. Und die Erweckung ist heute auf 30 Inseln. Um Sie aber vor einem Missverständnis zu bewahren, will ich Ihnen sagen, in den Großstädten Indonesiens ist keine Erweckung. Also in der Hauptstadt Jakarta keine Erweckung. In der zweitgrößten Stadt Surabaya keine Erweckung. Die Erweckung ist nur auf den entlegenen Inseln, bei dieser ganz armen Dschungelbevölkerung. Bei diesem ersten Einsatz von Nahor Leo, es war am Ende der zweiten Woche, ist auch bereits eine Totenerweckung geschehen. Das hat sich später auch durch andere Leiter von Mannschaften mehrfach wiederholt. Natürlich ist die Frage der Totenerweckung zu allen Seiten sehr umstritten. Weil ja sofort die Frage auftaucht, ist das wahr oder nicht? Und man muss gerade bei Timor vorsichtig sein, denn die haben in ihrer Sprache keinen Unterschied zwischen Bewusstlosigkeit und Tod. Sie haben dafür nur das gleiche Wort. Ja, ich möchte beinahe sagen, mit einem Wort wird ein vierfacher Vorgang geschildert, dargestellt. Wenn zum Beispiel ein Insulaner auf Timor von einem Baum herunterfällt und er ist 5 Stunden bewusstlos und er kommt dann wieder zu sich, dann sagt er hinterher, ich war tot. Dabei war er nur bewusstlos. Fall 2. Wenn ein Timorese eine Vision hat und er kommt von dieser Vision wieder ins Wachbewusstsein, dann sagt er auch, ich war tot. Dabei hatte er nur eine Vision. 3. Es gibt in Ostasien und auf den pazifischen Inseln eine spezielle Erkrankung, die auch unsere Ärzte im Westen kennen.
Das ist die kataleptische Starre, dass Menschen total erstarren. Bei uns in Deutschland ist das sehr selten. Das kommt vielleicht im ganzen Jahr in Deutschland nur einmal vor. Aber in Ostasien und auf den pazifischen Inseln ist das häufiger. Wenn nun einer eine kataleptische Starre gehabt hat, meinetwegen für 10 Stunden oder 15 Stunden, dann sagt er hinterher auch, ich war tot. Und zum vierten Mal wird das Wort gebraucht, wenn einer tatsächlich tot ist. Sie sehen, das gleiche Wort kann für 4 verschiedene Bewusstseinszustände gebraucht werden. Für Bewusstlosigkeit, für eine visionäre Abwesenheit, für eine kataleptische Starre und für den natürlichen leiblichen Tod. Wenn man also Berichte über Totenerweckung aus Indonesien bekommt, dann muss man immer fragen, ja, welcher Tod war es nun? Es gibt ein Merkmal, das den echten natürlichen Tod unterscheidet von den 3 anderen Zuständen, nämlich wenn die Verwesung eintritt. Bei einem Bewusstlosen, bei einem Visionär und bei einem kataleptisch Starren tritt keine Verwesung ein, aber bei dem, der in echter Weise gestorben ist. Und die Verwesung in den Tropen ist sehr rasch. Nach 4-5 Stunden fangen die schon an zu riechen und nach dem Gesetz in den tropischen Ländern müssen die Verstorbenen innerhalb von 12 Stunden beerdigt sein. Das ist das Merkmal, das auch die Insulaner erkennen können, wenn die Verwesung eintritt, wenn das Ungeziefer kommt und überall in Mund und Nase und die Ohren hineinkriecht. Und auch solche Menschen, die wirklich gestorben waren, vielleicht für 2 Tage, sind wieder ins Leben zurückgerufen worden. Nun werden Sie vielleicht denken, ich hätte mich in einen Widerspruch verwickelt, weil ich gesagt habe, die Toten müssen in 12 Stunden beerdigt sein. Das ist Gesetz. Seit der Erweckung ist es aber so, dass die Gläubigen, die einen Todesfall in der Familie haben, eben irgendeinen Beter rufen lassen, den der Herr mit besonderer Vollmacht ausgerüstet hat. Und da ist schon vorgekommen, dass sie eben länger zugewartet haben. Ich weiß von einem kleinen Kind, das ist verstorben und das war in diesem Fall sogar von einem Arzt festgestellt worden. Es gibt in der Hauptstadt von Timor, da gibt es ein paar Ärzte. Der Tod des kleinen Kindes ist also von einem Arzt festgestellt worden. Die Eltern haben entgegen dem Gesetz 2 Tage zugewartet, weil sie eine Frau rufen ließen, von der man weiß, dass sie schon 6 Verstorbene wieder zum Leben zurückgerufen hat durchs Gebet. Man hat diese Frau gerufen, ich kenne sie. Und sie hat über dem Kind gebetet und das Kind wurde wieder lebendig wie das Töchterlein des Jairus. Für unseren westlichen Verstand sind das Dinge, denen wir kaum folgen können. Durch unsere rationale Schulausbildung haben wir fast die Glaubensfähigkeit verloren. Wir halten das einfach nicht mehr für möglich und sagen, das ist Betrug, das ist Humbug, das ist Schwindel. Ich kenne ja die Menschen, von denen ich heute Abend erzählt habe und habe vor allem die Bestätigungen durch die beiden Pfarrer, die am Anfang der Erweckung gegenüber sehr kritisch waren und alles kontrollierten, heute aber mit ganzem Herzen dabei sind. Die Zeit der Inseln ist gekommen. Wer Jeremia und Jesaja liest, der merkt,
dass dort oft von den Inseln gesprochen wird. Wir haben jetzt die gnädige Heimsuchung dieser Inseln durch den Heiligen Geist. Man hat mich oft gefragt, warum sind die großen Erweckungen der letzten Jahrzehnte alle außerhalb Europas, also Korea, Formosa, Uganda, Indonesien? Das mag viele Gründe haben. Zunächst einmal weht der Geist Gottes, wo er will. Wir können nicht über ihn verfügen. Zum anderen, Gott gibt jedem Volk einmal eine Chance. In der Zeit der Reformation mit Martin Luther, da hatte das deutsche Volk eine Chance. In der Zeit von Hudson Taylor, Spurgeon, Georg Müller und wie diese Männer Gottes alle heißen, hatte England eine Chance. In der Zeit von Finney, von Moody und anderen Männern Gottes in Amerika hatte die USA eine Chance. In der Zeit der China-Inland-Mission hatte China eine Chance. Und jetzt sind die Inseln dran. Gott sucht die Inseln heim nach seinem Plan, nach seinem Willen. Es mag aber noch mehr Gründe haben. Wir in der westlichen Welt sind rational sehr verbildet. Wir blähen uns auf mit unserem Wissen, sind hochmütig und eingebildet und haben unsere Glaubensfähigkeit fast verloren. Darum wendet sich Gott von uns ab und wendet sich den Armen, den Elenden, den Geringen, den Niedrigen zu. Die weiße Rasse ist eine hochmütige Rasse. Es ist die hochmütigste Rasse auf der ganzen Welt. Und der Weiße hat seit Jahrhunderten immer auf die anderen Völker herabgeblickt. Und Hochmut ist ein Gräuel vor Gott. Gottes Geist sucht die Demütigen. Darum brauchen wir uns nicht wundern, wenn Gott sich von der weißen Rasse abgewandt hat. Ein Grund mag auch die Armut dieser Ostvölker sein. Die weiße Rasse hat den höchsten Lebensstandard. Und der gute Lebensstandard macht uns im Glauben faul und lässig und träge. Diese Menschen des Ostens sind arm. Wenn der Regen ausbleibt, können sie ihren Reis nicht pflanzen, dann hungern sie. Jeden Tag sterben 80.000 Menschen den Hungertod im Osten. Das ist mit ein Grund, dass Gott uns satte Menschen des Westens, uns übersatte Menschen beiseite stellt und sich dieser elenden, dieser hungernden Menschen des Ostens annimmt. Es mag noch mehr Gründe haben. Ein Grund ist auch unsere Gebetslauheit. Wenn wir vom Beten reden, haben wir gewöhnlich keine Ahnung, was das eigentlich ist. Wenn jemand von Ihnen am Tag 5 Minuten betet, dann denkt er, ich bin doch ein guter Christ. Denn die meisten Deutschen, die beten keine 5 Minuten am Tag. Was sind 5 Minuten für diese Menschen des Ostens? Die beten 5 Stunden. Die beten auch mal eine Nacht durch. Ich habe Gebetsversammlungen mitgemacht, Gottesdienste bis zu 13 Stunden. Man wird gar nicht müde dabei, weil der Geist Gottes in ihrer Mitte wirkt. Es hat viele Gründe, warum Gottes Geist andere Völker heimsucht und uns kalt und unberührt lässt. Es gibt nur einen Weg, dass Gott in seiner Barmherzigkeit sich uns wieder zuwendet, dass wir Buße tun in Sack und Asche und den Herrn darum bitten, dass er auch uns eine gnädige Heimsuchung seines Heiligen Geistes schenkt.
Vielleicht kann dieser Tag dazu dienen, dass wir neu beginnen, unseren Standort vor Gott überprüfen und uns fragen, ob wir nicht bereit sind, unser Leben ihm auszuliefern oder, wenn das schon geschehen ist, wieder einen Neuanfang mit ihm machen. Der Herr schenke es in Gnaden. Amen.